halt wie gesagt, ein bisschen schöner geht's halt immer. Man könnte wahrscheinlich hier und da echt noch einiges drehen, aber halt... Ich finde, es sieht cute aus. Es spielt sich halt super flott, was ich immer gut finde. Es gibt nichts Besseres als ein Spiel, das sich super flott und gut spielt und das tut das hier definitiv. Und so, meine einzige Erwartung war halt, dass alles schnell geht, wenn ich irgendwas mache. Dass ich halt nicht erst ewig lange Animationen habe und irgendwie warten muss, bis irgendwas vorbei ist und irgendwie, dass ich lange zugelabert werde oder dass irgendwas super lange dauert. Halt, ich stelle mich aufs Feld, schmeiß einmal hoch, 8, 9 Felder sind voll. Geil, muss ich nicht alles einzeln machen? Großartig. Halt, dass ich das jetzt einzeln gießen muss, ist halt klar, das ist zu erwarten, weil die wollen ja auch irgendwann mal deine ganzen Sachen upgraden und irgendwann habe ich dann halt meine Gießkanne, die ich dann nur so nach oben halte und dann ist alles auch gegossen, großartig. Die Musik ist halt ein bisschen basic, aber ist okay. Wie viel kostet das? Ist es im Angebot, sehe ich gerade. Ich glaube, es kostet 49 Euro und es kommt erst noch raus. Daher ist es noch nicht im Angebot. Juhu, die Stufe meiner Gießkanne ist gestiegen. Jetzt kann ich sie in der Schmiede verbessern. Ah, okay, so funktioniert das. Indem ich halt super oft gieße, bekomme ich XP und dann kann ich sie verbessern. Macht irgendwo Sinn? Cool. Okay. Soweit so gut. Da oben ist die Kirche, weil irgendwer gerade sagte, ich soll mal in die Kirche gehen. Wir brauchen nach allem ein bisschen Jesus in unserem Leben, daher kann ich verstehen, warum jemand das sagen würde. Los geht's. Tisch. Sehr gut. Ah, du bist Chris, ja? Was für ein verheißungsvolles Treffen. Thomas hat mir viel von dir erzählt. Ich heiße Carter und ich bin der Pfarrer der Stadt. Hoffentlich sieht man sich in der Kirche. Ah, du kannst genau richtig. Würdest du bleiben, um dir mein Gleichnis anzuhören? Ich möchte dich vorwarnen, es kann ein bisschen länger werden. Ich bin ganz Ohr. Ach, die Göttin sei mit dir. Es war einmal eine normale Familie in einem Land, das unserem gar nicht so unähnlich war. Die Art Familie, die man überall findet. Ein Vater, eine Mutter und ihr jugendlicher Sohn lebten in glückseliger Harmonie. Eines Tages erlag die Mutter einer bösartigen Krankheit und starb sehr plötzlich. Als der trauernde Vater vor seiner verstorbenen Frau stand, kam der Junge und fragte, was ist mit Mama passiert? Der Junge blickte neugierig in das starre Gesicht seiner verschiedenen Mutter. Der Vater wusste nicht, was er sagen sollte und erklärte, dass sie in einen tiefen Schlaf gefallen wäre. Als der Junge das hörte, war er sehr aufgewühlt. Er flehte den Vater an. Bitte Vater, nimm mein ganzes Taschengeld und kaufe einen großen Wecker, um sie aufzuwecken. Was hältst du davon? Wurde dem Vater klar, dass die Wörter, die Erwachsene verwenden, um den Tod nicht beim Namen nennen zu müssen, weder Macht noch Bedeutung für Kinder haben. Denk mal darüber nach. Ich wünsche dir noch einen schönen gesegneten Tag. Was ist das denn für eine dunkle Geschichte, Alter? Oh mein Gott. What? Ah. Oh mein, wir müssen Cliff heiraten. Das ist auf jeden Fall, das ist beschlossene Sache. Er ist instant. Liebe auf den ersten Blick. Der hat übelste Shane-Vibes, Alter. Du bist also gerade auf der Farm eingezogen. Wie ich heiße? Cliff, schön dich kennenzulernen. Mag er Bier? Ist es okay, dass ich... Ja, es ist sehr okay. Mach es. Mach es einfach. Ich stehe hier bereit für dich. Ich bin hier und ready für alles, was du tun möchtest. Es ist okay, dass du sündigen möchtest. Mit mir. Ich habe eine ganze Farm, auf der wir zusammen sündigen können.
Bam 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 badabam. Babadabam bam 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 badabam. Dam badam badam bam bam. Die Charaktere sehen aus wie 10. Ja, die Charaktere sind halt einfach Übersetzungen der Pixelgrafik, die das Spiel damals hatte. Und da sehen die halt einfach so aus. Also ich finde das jetzt nicht so mega schlimm. Warum? Warum? Was soll daran bitte falsch sein? Was fragst du mich? Du Tölpel, sieh tief in dich selbst hinein, dort findest du die Antwort. Wenn du nicht einmal das verstehen kannst. Was glotzt du denn so? Wenn du hier nichts Bestimmtes willst, dann... Gray, was fällt dir ein derart unverschämt mit deinem Kunden zu reden? Oh, Entschuldigung. Willkommen. Na, wenn das mal nicht Chris ist. Du kommst genau richtig. Der Junge hier ist mein Enkel Gray. Obwohl er blond ist. Und ich Gray. Na los, Gray, sag hallo. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Übernimm du unsere Kundschaft. Sorry wegen vorhin. Wäre mir lieber gewesen, du hättest das nicht mitgekriegt, aber du hast es ja bestimmt mitgehört. Er wollte, dass ich meine Arbeit nochmal mache. Bei Opa muss ich mich immer richtig abrackern und trotzdem hat er fast nie ein gutes Wort für mich. Es ist jeden Tag dasselbe. Inzwischen habe ich kaum mehr Lust, noch weiterzumachen. Na, komm schon, Kopf hoch. Hör doch einfach auf, Junge. Ach, weißt du, du hast ja recht. Ich darf mich nicht so anstellen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich mich bei dir so ausheule. Danke fürs Aufbauen, Chris. Obwohl ich noch immer nicht verstehe, was Opa mir beibringen will. Aber ich bleibe dran. Irgendwann werde ich es schon kapieren. So, jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Man sieht sich. Ich würde meine Gießkanne upgraden. Ah! Nein! Warte, Kiki! Komm zurück! Du darfst unser Land nicht verlassen! Meine Güte, Kiki! Nur böse kleine Hühner rennen einfach davon. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst hier bleiben? Danke, dass du Kiki für mich angefangen hast. Sie ist eines der Hühner aus unserem Laden. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Mein Name ist Popuri. Freut mich, dich kennenzulernen. Du musst der Neue auf der Farm sein, oder? Dein Name lautet Chris? Das ist ein schöner Name. Danke, dass du so freundlich zu mir bist. Sag mal, Chris, magst du Hühner? Natürlich, wer nicht? Oh, wirklich? Ich wusste einfach, dass du gut mit Hühnern bist. Wow. Weißt du, jetzt hätte ich sagen müssen, ich wusste, dass du gut zu Vögeln bist. You love cocks. Ich bin von den Hühnern völlig hin und her gerissen. Und wie Papa immer sagte, ein Herz mit Platz für Hühner ist ein Herz voller Liebe. Jedenfalls bringe ich Kiki lieber schnell zurück nach Hause, bevor sie noch mehr Unheil anrichtet. Wenn du irgendwann mehr über Hühner erfahren willst, statt uns einfach einen Besuch ab, ja? Los, Kiki, Zeit nach Hause zu gehen. Folge mir, verstanden? Gutes Mädchen. Na, sie ist schon cute. Sie ist, die würde ich auch heiraten wollen. Ist schon cute. Ist schon süß hier. Ach genau, ich wollte nochmal zurück in die Schmiede. Mal gucken, ob ich da jetzt was machen kann. Werkzeuge verbessern. Gießkanne. Oh, guck mal, da kann ich schon 3 dann gießen. Das ist auf jeden Fall cool. Und da brauche ich nur 1 Kupfer für und 1000 Gold. Okay, da wird's kritisch. Verdammt. Genau, wir können dann eigentlich zurück in die Dings gehen.
in die Höhle und weiter nach Erz graben. Und mal schauen, was so geht. So, ein bisschen Energie haben wir ja noch. Aber war da, genau, da konnte man doch auch so rein, oder? Und dann konnte man langsam seine Energie wiederherstellen bis zu einem bestimmten Punkt. Weißt du, erinnert mich einfach daran, wie ich einfach in der Game Boy Color-Version mich irgendwann mal verlesen habe und dachte, dass das ist das erste Haus-Upgrade oder so. Das kostete 2500 und ich dachte, das kostet 25.000. Und ich habe einfach wirklich bis 25.000 Gold gegrindet damals. Und dann hatte ich einfach easy life in dem Spiel. Das war ganz süß. Ja, Slav, danke für 39 Monate Sub. Habe ich einen Reflink oder sowas? Also ein Amazon Reflink steht dann in der YouTube-Beschreibung mit drin. Ansonsten ist in der Beschreibung hier ein Reflink zu Instant Gaming. Wo ihr gucken könnt, ob sie das Spiel auch verkaufen. Ich weiß es gerade nicht. Juhu, mein Hammer ist jetzt besser. Okay, cool. Meine Güte, es ist jetzt 17 Uhr und wir sind jetzt schon müde. So, so, so und so. Perfekt. Flupp. Yes. Hey, hast du in letzter Zeit von deinem Vater gehört? Nein, nicht ein Wort. Er hat nicht nur, er ist nicht nur abgehauen und hat Mama krank zurückgelassen, er hat sich noch nicht einmal gemeldet. Was für ein Idiot, oder? Ich kann gar nicht mehr lesen. Hey, fahr mal deine Krallen ein, Kumpel. Er ist nur fortgegangen, um eine Heilung für deine Mutter zu finden, oder nicht? Das tut nur jemand, der sich wirklich sehr um seine Familie sorgt. Nun ja, okay. Vielleicht. Und da er gerade nicht da ist, musst du Verantwortung übernehmen und dich um deine Mutter und Popuri kümmern, verstanden? Ja, schon klar, das weiß ich natürlich. Gut, wenn wir schon dabei sind, gehen wir nach Hause. Ja, und danke, Karen. Cute. By the way, auf Wiedersehen an alle, die gehen. Ist ja auch schon spät. Ich werde auch gleich Feierabend machen. Ich wollte gar nicht so lange eigentlich spielen. Aber naja. Steine packen wir dabei erstmal weg. Gegossen habe ich meine Blumen schon, oder? Ich glaube schon. Das Karen-Meme statt Karen voll. Ja, schon ein unglücklich gewählter Name einfach. So, so, so. Huch. Also ich muss ja auch nochmal alle kennenlernen hier. Vielleicht ist ja, ist ja auch, keine Ahnung, irgendwer anders noch mega gut.
Stimmt, die Ladezeiten sind relativ flott, ne? Also, wie gesagt, das Spiel ist super responsive auch. Ist schon fast zu krass irgendwie. Also du... Keine Ahnung, es spielt sich super nice einfach. Ach ja, man kann offensichtlicherweise durch die ganzen Dinger hier durchlaufen. Weiß ich auch noch, dass du auf dem Game Boy Color damals immer so das unterste Feld oder halt mindestens ein Feld so am Rand weglassen musstest, damit du halt noch alle Sachen gießen kannst. Das war immer... Konntest du machen, war immer so ein bisschen anstrengend eigentlich. Okay, nehmen wir noch die Trauben mit. Noch mehr Honig. Eigentlich können wir das auch weggeben. Wir müssen ja irgendwie noch auf 1000 kommen. Und ich möchte zumindest meine Gießkanne upgraden, bevor hier irgendwas weitergeht. Das heißt, wir dancen gerade einfach mal gekonnt zurück in die heiße Quelle. Fetzen nochmal unsere Energie nach oben. Und dann gehen wir in die Mine und arbeiten wie richtig, richtig starke Männer. Stardew Valley ist auch schon 3 Jahre alt, ey. Das ist einfach... Wie kann das schon 3 Jahre alt sein, Mann? Das spielt sich halt auch immer noch so nice. Das ist immer noch so ein richtig gutes Spiel einfach. Kann man einfach auch nicht anders sagen, außer echt super gut gemacht. Weißt du, gegen so eine heiße Quelle, hier hätte ich irgendwie auch nichts. Das wäre echt schön. Bah. Nice! Bedenkt aber halt, dass hier es heißt, das hier heißt nicht Harvest Moon. Das hier ist immer noch Story of Seasons. Also wenn ihr losgeht und euch das Spiel kaufen möchtet, kauft euch Story of Seasons, Friends of Mineral Town und nicht Harvest Moon. Weil Harvest Moon ist was anderes wieder. Mal gucken, ob ich noch irgendwie eine Ebene weiterkomme. Aber wird, glaube ich, auch schwer. Okay, aufregend. Zen, danke für deinen Sub. Okay, jetzt sollten wir aufhören. Das wird eh nichts mehr. Also selbst wenn wir jetzt noch eine runterkommen, macht einfach keinen Sinn. Die bringen 15? Ist ja voll viel. Okay, warte, nein, die Steine auf jeden Fall nicht. Die brauche ich noch. Du. Lindert die Erschöpfung. Ha, aber die gibt 10, wenn ich sie verkaufe. Auf jeden Fall interessante Pflanze. Finde ich gut, kann so weg.